Schreibweise. Ich, ni, san, shi, go, doku. Königin. Bestandteile. Das Kanji für Königin besteht aus den Elementen Frau und Schlange. Mir kommt da sofort jemand in den Sinn. Geht es euch da genauso? Geschichte. Für dieses Kanji habe ich nicht wirklich eine Geschichte. Als ich das Kanji das erste Mal gesehen und gelesen habe, dass die Bedeutung Königin ist, kam mir wie gesagt direkt eine Person bzw. ein Charakter in den Sinn. Und die One Piece Fans unter euch wissen vielleicht schon, an wen ich denke. Ein Kanji aus den Bestandteilen Frau und Schlange mit der Bedeutung Königin war für mich eindeutig Boa Hancock. Deswegen gibt es zu dem Kanji auch keine wirkliche Geschichte, denn ich verknüpfe es einfach mit Boa Hancock selbst. Sie ist die Schlangenprinzessin und eine der weiblichsten Charaktere aus dem ganzen One Piece Universum. Daher war die Verbindung für mich ziemlich offensichtlich. Und irgendwie fand ich, dass dieses Kanji sehr gut für ein Video geeignet ist. Deswegen habe ich meine besten Zeichenskills rausgekramt und versucht, euch meine hübscheste Version von Boa Hancock zu zeichnen. Die Verbindung zwischen den Elementen Frau und Schlange sind daher für mich ziemlich offensichtlich. Lesungen. Dieses Kanji hat genau zwei Lesungen. Und zwar eine On-Lesung, Hi, und eine Kun-Lesung, Kisaki. Komposita. Zu diesem Kanji habe ich euch zwei Komposita rausgesucht. Das erste besteht aus den Kanji König und Königin. Es bedeutet Herrscherin und wird Ohi ausgesprochen. Das zweite Komposita besteht aus den vier Zeichen Kaiser, Dick, Kind und Königin und bedeutet Kronprinzessin. Kotaishihi. Ich stelle mir bei diesem Wort übrigens einen dicken Kaiser vor, der eine richtig hübsche Kronprinzessin zur Tochter hat. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir wie immer Vorschläge für andere Wörter oder Kanji in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video.